Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Ich bin gerade auf Tour in den USA. Gestern war ich ja bereits bei KitchenAid in der Produktion in Greenville und heute stehe ich jetzt hier in Chicago. Und zwar werde ich mich gleich mit der lieben Janne von KitchenAid treffen. Und zwar hier hinter mir in diesem roten Gebäude. Da ist nämlich ganz oben drin World of Whirlpool. Und die liebe Janne hat eine richtig tolle Neuigkeit für mich und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Hallo! Hallo Sally, herzlich willkommen in der World of Whirlpool von KitchenAid. Danke. Schön, dich mal kennenzulernen. Ja, danke. Und dass du den Weg hierhin gemacht hast. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Dann haben wir ein schönes Frühstück vorbereitet, das heißt, wir können erstmal frühstücken. Super, gerne. Die liebe Janne hatte uns ja das Frühstück gerichtet und haben wir zusammen erstmal ein bisschen gefrühstückt, ein bisschen geplaudert und dann bekamen wir eine kleine Führung durch das Gebäude, was ein richtig schönes altes Gebäude auch war, mit viel Geschichte auch. Aus Backstein. Genau, aus Backstein. Dieser Turm mit der Uhr drauf war richtig schön und da sind wir einmal durchgelaufen, konnten dann auch ganz oben im Turm einfach mal so Chicago anschauen, also wirklich rundherum von allen vier Seiten. Und da wurde uns auch so ein bisschen was zur Geschichte von KitchenAid erzählt. Wir haben die erste Maschine gesehen und einfach so auch den Verlauf der ganzen Maschinen, was sich verändert hat und was natürlich auch gleich geblieben ist über die ganzen Jahre. Ja, die Story, alles hintenrum, genau. Wer das erfunden hat. Und bei dieser Führung wurde uns zum Beispiel auch erzählt, wie zum Beispiel auch der Name KitchenAid zustande kam. Am Anfang gab es noch keinen Namen, sie haben einfach die Maschine konstruiert und dann der Frau mitgegeben, ich glaube vom Gründer oder vom Ingenieur. Und sie hat dann damit gearbeitet und sie haben ihr den Auftrag gegeben, Mensch, jetzt überleg dir doch mal einen Namen für diese Küchenmaschine. Und sie hat damit gearbeitet, wochenlang, und hat dann gesagt, also mir egal, wie ihr das Ding nennt, aber für mich ist es eine KitchenAid. Was heißt Aid jetzt nochmal? Hilfe. Achso. Küchenhilfe. Küchenhilfe. Und so kam der Name KitchenAid zustande. Super. Am einfachen geht's, oder? Janne, du bist ja Brandmanagerin bei KitchenAid. Jetzt fragen sich wahrscheinlich meine Zuschauer, was macht ein Brandmanager überhaupt? Ja, das ist ganz vielseitig. Ich muss sagen, ein ganz spannender Job und natürlich für eine Marke wie KitchenAid auch noch ein ganz schöner Job. Das heißt, im Prinzip kümmern wir uns darum, wo sind wir mit der Marke, wie präsentieren wir uns nach außen. Das geht vom Produkt über Produkteinführung. Ganz viel Marktforschung ist dabei. Man reist ganz viel, es sind viele Leute, die man trifft und einfach Netzwerke, die man da aufbaut und pflegt. Und im Prinzip geht es darum, wie wollen wir wahrgenommen werden und welche Tools brauchen wir dafür, damit das passiert. Ja, klingt echt super spannend. Und gerade jetzt in Chicago, auch eine richtig tolle Stadt, sieht man natürlich auch ganz schön viel von der Welt. Das stimmt. Doch, da unterwegs ist man auf jeden Fall. Wir haben ja schon miteinander geschrieben und du hast mir erzählt, es gibt ganz spannende Neuigkeiten. Und meine Zuschauer und ich, wir sind schon ganz gespannt darauf, was du uns zu berichten hast. Ja, ich bin auch sehr gespannt darauf. Und du als großer Fan der Küchenmaschine wirst dich bestimmt auch über die Neuheit freuen. Insofern, spanne ich uns gar nicht länger auf die Folter, sondern hol uns mal unsere Neuheit. Okay. Und ihr könnt euch mal die Küche im Hintergrund angucken. Die sieht so toll aus. Richtig schöne, große amerikanische Küche, große Geräte, viel Platz. Also so viel Platz habe ich zu Hause nicht und werde es wahrscheinlich auch nie haben. Genial. Backöfen, zwei Backöfen, da hinten noch ein Backofen. So groß für so einen richtig großen Gänsebraten. Cool. Und zwar präsentiere ich dir hier unsere neue KitchenAid Mini, okay. Eine kleinere Version unserer Küchenmaschine. Wie du siehst, kannst du den Größenunterschied schon ein bisschen sehen. Und wir sind total angetan, weil es wirklich die Nachfrage danach so besteht. Kleinere Küchenmaschinen, die Küchen werden kleiner, okay. Die Arbeitsflächen sind nicht so groß. Eigentlich, hier haben wir natürlich eine große Fläche. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ein komplettes Gegenteil, was ich eben gesagt habe. Ich habe gerade von dieser großen Küche geschwärmt. Okay. Und dass ich zu Hause natürlich nicht so eine riesengroße Küche habe. Und jetzt kommst du da mit einer Mini. Ja gut, in Amerika hat man natürlich seine großen Küchen, aber auch gerade hier in Chicago, die Apartments, da sind die Küchen schon kleiner. Und gerade in Europa, die durchschnittliche Küche ist eher bei 9 Quadratmetern, das heißt wirklich begrenzte Küchenfläche. Mhm. Und wie gesagt, die Nachfrage ist groß.
bei der Maschine ist, sieht man ja einfach auch den Größenunterschied. Mhm. Und man, wie du vielleicht fühlst, wenn du sie mal anhebst, sie ist halt wirklich 25% leichter. Okay. Das heißt, selbst wenn ich einfach den Arbeitsplatz nicht habe, kann ich sie mir schnell und einfach mal an eine Position stellen, wo ich sie vielleicht brauche. Und ja, habe einfach weniger Gewicht insofern. Also bei mir war es wirklich auch schon oft so, dass ich auf Messe war und arbeitete auch mit meinen Küchenmaschinen. Und dann kommen eben auch manchmal Zuschauer, die dann sagen, Mensch, ich hätte auch so gerne eine Küchenmaschine, aber der Platz in der Küche reicht mir einfach nicht aus. Und das war jetzt auch der Grund, warum ihr dann gesagt habt, ihr macht jetzt eine kleinere? Genau, einmal der begrenzte oder die begrenzte Arbeitsfläche natürlich. Andererseits gibt es auch einfach super viele Single-Haushalte mit 60%. Ist die Anzahl da schon recht groß oder auch Pärchen, die zusammen wohnen, ohne große Familien. Und da ist einfach das Fassungsvermögen geringer, was benötigt wird, um vielleicht nicht gerade den großen Kuchenteig zu machen, sondern nur mal schnell ein paar Kekse. Und da haben wir hier einfach eine kleinere Schüssel mit 3,3 Liter Fassungsvermögen statt der 4,8. Mhm. Und das ist natürlich dann gerade, wenn man alleine ist oder nur zu zweit, die perfekte Größe, wie sich herausgestellt hat. Passt ja wahrscheinlich auch besser unter so Hochschränke in der Küche. Genau, gerade wenn man den Motorkopf dann auch anhebt, sieht man einfach, da geht man von der Höhe auf eine ganz andere Höhe. Ja, das stimmt. Aber wie du auch siehst, die Knethaken und Flachrührer, was man so von der Artisan-Küchenmaschine kennt und auch der Schneebesen sind auch bei der Maschine mit dabei. Mhm. Das heißt, auch da ist man perfekt ausgerüstet. Und unsere liebe Ansatznarbe, auf die verzichten wir auch nicht. Auch hier kann man alle Pasta-Attachments ranmachen, den Fleischwolf, Gemüseschneider, Spiralschneider. Okay. Das heißt, ist dann nicht in Mini-Ausführung, sondern das ganz normalen Größen? Genau, das sind die gleichen Größen, die ganz normalen Attachments, die es für die Maschine und die große Maschine gibt, können hier vorne ran. Also ganz praktisch. Einfach das ganz normale Zubehör, was ich auch zu Hause habe, für die große Artisan gibt's dann, also kann man auch hier benutzen. Ganz genau. Und man hat die gleiche Leistung, also man verzichtet hier auch bei der Leistung auf gar nichts und hat einfach eine kleine Vision, so wie, ja, kennst du ja auch, Apple und auch BMW haben ja auch eine Mini-Version rausgebracht. Mhm. Und stimmt. Auch wir präsentieren jetzt unsere KitchenAid Mini. Und ich glaube, Samira darf die Küchenmaschine nicht sehen, sonst sagt sie gleich, Mama, das ist bestimmt meine. Ja, das ist, könnt ihr parallel ja dann eure Rezepte machen. Ja, stimmt. Aber für Samira ist die natürlich auch super von der Größe, denke ich mal, weil die einfach viel handlicher auch von der Schüssel ist. Und ja, wir haben auch 6 richtig tolle Farben bei der Maschine, die wir rausbringen. Also kannst du richtig gespannt sein, die zeige ich dir später einmal. Mhm. Und das hier ist jetzt Guave Glaze. Okay. Denke ich, könnte sich auch in deiner Küche ganz gut machen. Ja, und so die Schwester zur Himbeereis. Genau, passt sich farblich ganz gut an. Also die sieht echt total niedlich aus. Am liebsten würde ich sie gleich ausprobieren. Meine Zuschauer fragen sich jetzt bestimmt auch, gibt sie denn auch in Deutschland? Also hier in Chicago natürlich, aber gibt es die auch bei uns? Derzeit noch nicht tatsächlich. Wir sind jetzt gerade in der Produktion für Europa und in Deutschland wird es die Maschine ab Herbst, Winter jetzt in diesem Jahr geben. Oh, also so muss lange. Man sich doch ein bisschen gedulden tatsächlich. Ja, aber wir haben eine kleine Überraschung für dich. Und zwar würden wir dir gerne eine Maschine mit nach Hause geben, dass du die gleich zu Hause ausprobieren kannst, ganz in Ruhe in deiner Küche. Und die kannst du dir in unserer Produktion direkt vom Band holen. Okay, gehen wir also jetzt in die Produktion? Ja, das machen wir. Super, und euch nehme ich natürlich mit. Cool, das freut mich aber. Kannst du deinen gleich ausprobieren? Ja, auf jeden Fall. Good morning, Sally. How are you doing? I'm Eric Ernst. I'm nice Sally. To meet you. Nice to meet you, too. Welcome to Greenville, Ohio, home of the iconic KitchenAid stand mixer. Okay. Today, we're going to walk out. We're going to give you a quick factory tour. We'll show you the new mini artisan that we just recently launched. Before we go out to the factory, though, we're going to have to make sure we get the proper PPE on. Safety glasses with side shields, sleeves. Make sure you have some pants on and some steel-toed boots. Okay, also wir gehen jetzt gleich rein in die Produktion der Mini, aber ich muss mir natürlich erstmal Sicherheitskleidung anziehen und dann sehen wir uns gleich da drin wieder.
Sally, I'll introduce you to Darren Kaiser. He's our senior global quality leader. He's going to take you on the factory tour today. Okay, thank you. See you later. Okay, great. Ready to go for a tour? Yeah. Okay, we'll go to the mini production line. Mini artisan. Okay. Also führt mich jetzt zur Mini-Produktion und ihr könnt uns jetzt folgen. Das Regal hier wurde extra für die Mini produziert und zwar hat man hier vorne diese Gummilippe, dass eben die Mini nicht beschädigt wird, also dass keine Lackschäden auftreten. Hier hat man immer so einen kleinen Abstand, damit die auch beim Transport eben nicht aneinander reiben und dass einfach alles sicher ist. Und im Prinzip haben wir jetzt hier schon die fertig gefärbten Teile. Da müssen wir jetzt die Produktion nicht mehr anschauen, weil das ist die gleiche Produktion wie bei der großen Artisan. Und jetzt schauen wir mal, wie die Mini zusammengesetzt wird, denn ich glaube, da gibt es ganz deutliche Unterschiede. Okay, let's go. So big, okay. But it takes about 12 to 13 operators to build a mini stand mixer. Mm-hmm. Also die Produktionslinie der Mini ist ungefähr 30 Meter lang. Bei der Mini jetzt von unten nach oben arbeitet, also nicht wie bei der Artisan kopfüber, sondern man beginnt unten am Boden und arbeitet im Lehmboden. Natürlich auch für die Arbeiter viel einfacher. Ja, da hat man natürlich den Vorteil, dass man jetzt mal den Motor richtig einfach auch einbauen kann. Das hier ist jetzt eine Trimbandformmaschine und zwar ist es dieses Band um die Artisan herum. Da sieht man jetzt so eine blaue Folie und die wird später weggemacht. Das sorgt einfach dafür, dass dieses Trimband nicht beschädigt und nicht zerkratzt wird. Also hier oben hat man noch so ein Kontrollboard und zwar sorgt dieses Board dafür, dass man einfach richtig präzise auch arbeiten kann und zum Beispiel diese Schrauben auch ganz präzise einsetzen kann. Das erleichtert eben jedem das Arbeiten. Also hier werden jetzt noch die letzten Teile angebracht, zusammengesetzt und da vorne wird auch ein Speedtest gemacht, um zu gucken, ob auch alles wirklich perfekt funktioniert. Und dann geht die Maschine eigentlich schon vom Band und wird verpackt. Sally, I'm glad you came to Greenville today. Hope you enjoyed your time here. Yeah, thank you for your time. Yes, it's good to have you here. We'd like to present you with a beautiful guava glaze. We hear it's your favorite color. Yeah. So we'd like you to take this mini artisan back to Europe so people could experience it there. And we're glad you came here. Thank you. Also ich darf jetzt hier diese süße rosane Mini mit nach Hause nehmen. Das sind eine der ersten Mini in Europa. Das war jetzt der letzte Tag in der KitchenAid-Produktion und ich hoffe natürlich, dass ihr genügend Einblicke bekommen habt. Für uns war es wirklich super interessant, alles mal zu sehen und insgesamt waren wir ein paar Tage da und konnten wirklich viele Fragen stellen, uns wurden viele Antworten gegeben und einfach ganz viel Hintergrundwissen auch zur Maschine, die ich einfach vorher gar nicht hatte. Ich fand das Interessante war, für mich war persönlich das Interessante natürlich auch die Maschine, aber wie die Leute arbeiten. Genau, wie wird gearbeitet? Die Sicherheitsstandards. Ja. Also wie Sicherheit wird sie, sehr groß geschrieben. Wie sie ihre Mitarbeiter behandeln, was passiert. Das ist immer für mich auch wichtig im Produkt drin, ja. Was steckt alles dahinter? Und ja. Das ist nicht einfach umwelttechnische Vorgaben. Wie gehen sie genau. Mit der Umwelt um? Wird recycelt, das alles? Zum Beispiel auch das Wasser bei dieser Lackieranlage, dass genau. Es dann immer wieder gefiltert wird und wiederverwendet wird. Fand ich super interessant. Und Sicherheit wird dort ganz groß geschrieben. Deswegen durften beispielsweise auch die Kinder gar nicht mit nach hinten. Sie waren zwar immer mit dabei, aber sie durften dann nach draußen. Murat und André, ihr wartet eigentlich den ganzen Tag draußen mit ihnen im Wald, spazieren, Seifenblasen machen, Straßenkreide malen. Und im Wald haben wir auch immer gegessen. Das war ja. Super schön.
es hatte irgendwie sowas von Campingcharakter, finde ich, so an, ja, diesem Holztisch. Und wie gesagt, das wollte ich mir eigentlich in dem Video auch zeigen. Genau. Es ist nicht das Produkt, das einfach nur im Regal steht, so, ja, wie dein Backrahmen zum Beispiel, wo wir erklärt haben. Ja. Es steht nur im Regal, man sieht eigentlich nur den Preis, man sieht immer, ja, nur das Ding vorhin. Man sieht es dahinter nicht, was alles noch dahinter steckt, mhm, und was eigentlich den Preis oder die Marke ausmacht. Das, genau, ist das Besondere. Und da wurde ich echt bestätigt. Also bisher war wirklich alles sehr positiv. Ja. Und ja, im nächsten Video, wir haben ja noch ein Video, worum es um unsere USA-Reise geht. Dreht sich alles nur um Chicago. Da, genau, haben wir, laufen dann in Chicago rum. Genau, da waren wir ein paar Tage in Chicago und haben euch da einfach richtig tolle, richtig, richtig tolle Bilder mit aufgenommen. Genau, und das Problem war natürlich auch immer, dass wir nicht immer wussten, wo dürfen wir filmen, und wir hatten nicht immer die Kamera mit dabei. Gut, oft das Handy, aber wir haben nicht alles mitnehmen können. Das müssen wir nächstes Mal so ein bisschen anders machen, ja, da müssen wir noch mehr filmen. Problem ist einfach die Zeit. Ja, das war einfach die Zeit. Zu knapp. Jetzt, wenn wir nächstes Mal sowas machen, 6 Tage für USA, das ist viel zu wenig. Dann kriegst wenig. Du eine Kamera so auf den Kopf und so, dann filmst du einfach 24 Stunden. Also wenn ihr in die USA geht, wirklich mal 2, 3, 4 Wochen. Ja, wir werden auf jeden Fall wieder hingehen. Und dann soll es auch von USA zu USA soll es auch noch Unterschiede geben. Mhm. Ganz extrem. Ich also, glaube ich mal gerne die Nordküste soll anders sein als die Südküste, als, ja, die Westküste. Und auf jeden Fall, wenn ihr nach Amerika geht, dann schaut euch alles an. Ja. Macht eine Rundreise. Ja, also wie gesagt, heute Abschluss Greenville und Dayton. Und beim nächsten Mal geht es, wie gesagt, nach Chicago. Ja. Also viel Spaß beim nächsten Mal und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut.